und herzlich willkommen zu Wir probieren. Es ist endlich soweit. Lang erwartet, lang gespoilert und jetzt kommt die Mathe-DM. Ja, die deutsche Mathe-Meisterschaft von Wir probieren. Wir haben insgesamt 20 deutsche Mathe- oder Mathe-Limonaden ausgewählt. Wir haben jetzt 10 hier. Die anderen 10 gibt es in der nächsten Episode. Wir suchen dann jeweils 2, wenn wir uns uneinig sind, sogar vielleicht 3. Beste raus und dann machen wir nochmal ein Finale mit dem, was übrig bleibt. Das ist es. Auch schon wieder bei der Cola-WM. Es zählen reine Mate-Produkte, also jetzt zum Beispiel bei Club-Mate eben die Club-Mate Classic und nicht die Eistee-Kraftstoff. Die einzige Ausnahme ist die Top-Mate Argentinien Blend oder Argentinia Blend heißt sie, glaube ich, nicht so wurscht. Argentinien meinst du? Ja, genau. Das ist die einzige Ausnahme, weil die Argentinia Blend die Top-Mate Classic ersetzt hat. Das ist der einzige Ausnahmepunkt. Aber ansonsten alles klassische Maten ohne Zusatz, ohne Beistoff irgendwie. Also nicht Mate plus Tee, also plus Apfel oder sowas, sondern einfach reines Zeug, keine Mate Cola. Genau, und wir reden auch gar nicht lange drum rum. Wir fangen an mit Club-Mate. Ja, kennen wir ja schon. Ein unserer ersten Videos war damals Club-Mate. Ne? Folge 3. Genau. Lang ist es, ja. Nur, dass wir jetzt eben, damals war das ja unsere erste Mate überhaupt und damals roch das eben nach Kippe. Ja, Wursttheke. Schon ewig keine klassische Club-Mate mehr gesoffen. Ich hole mir die Augen, wenn dann über den Kraftstoff. Ne? Ja, also es riecht halt, also im Gegensatz zu manche riechen echt nach Wursttheke, die hier riecht nach einfach nur nach Gerbstoffe, so ein bisschen teeartig. Bisschen Kräuter, sowas. Ich würde sogar nicht mal sagen Kräuter, einfach nur Gerbstoffe. Auch keine Süße oder sowas. Ist mit eine, die am wenigsten Zucker hat. Die hat nämlich nur 5 Gramm. Mhm. Ich glaube nur, die Bäume ist, glaube ich, noch drunter und sonst kaum eine. Naja. Cheers. Das Original sozusagen. Kohlensäure wie Hulle. Das kann Club immer. Ja, und danach, gerade bei der jetzt, sofort Gerbstoffe auf der Zunge. Es wird sofort dieser leicht wachsige Film, den Mate eben hat, oder diese Gerbstoffe der Mate eben haben. Ja. Ich würde auch sagen, wir gehen nicht zu sehr ins Detail, was den Geschmack angeht, sondern wir umschreiben es so kurz, reißen es an, weil wir haben ja zu fast jeder Mate jetzt eine eigene Folge schon gedreht. Ja, die definiert sich durch Basis, ordentlich Gerbstoff, ordentlich Kohlensäure, nicht zu süß, Classic. Und wie bei der Cola-WM, das ist im Prinzip das, womit alle anderen verglichen werden. Egal, ob das jetzt das Beste ist oder nicht, aber das ist eben das Urprodukt. Und auch mit das Bekannteste. Ja, definitiv. Ötti, 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 Mate Classic. Kaum zum Verwechseln mit der Club-Mate. Nein, gar nicht. Copycat. Ja, die wurstet halt gleich viel mehr. Ja, auch so ein bisschen was. Es geht Richtung fast gar ein bisschen Kamille. Ja, das trifft es echt gut. Und da merkt man, die Kohlensäure, und es ist ganz verblüffend, die Kohlensäure ist weniger, aber grobperliger. Es schäumt mehr auf, finde ich. Und es schmeckt dadurch, durch diese Kohlensäure, ein bisschen wässriger. Ja. Ist zwar auch im Geschmack nicht schlecht, also es hat trotzdem immer noch einen kräftigen Geschmack. Ähnlich, ne? Kräftig ähnlich, ja. Aber es kommt auch so ein bisschen, es geht schon so ein bisschen mehr ins Kamille-Tee-ähnliche Reihe. Also, sag ich mal so, hier schmecke ich den Tee sogar mehr raus als dort. Hier schmeckt es mehr nach Limo und das ist jetzt mehr nach Tee. Aber das Wässrige am Anfang stört mich so ein bisschen. Ja, die Kohlensäure ist einfach zu grob. Es ist zu, wirklich wie so eine Blase da im Mund. Wupp. Ja. Das ist ein bisschen too much. Okay. Seemate. Wie war das? Die haben jetzt einiges ersetzt. War das die? Genau, also das ursprünglich ist das, war das die Vivi-Mate, die hieß dann T400-Mate und die heißt jetzt C-Mate oder
Zmate, weil da ist ja ein Kmate. Ja, Kmate, weil da ist ja ein Apostroph. Warum? Ja, keine Ahnung. Wurde gespendet von IBS Food. Also das sind, wie gesagt, die T400 Energy und so weiter herstellen. Und mir wurde mitgeteilt, dass es die C-Mate bisher nur für die Gastronomie gibt. Also sozusagen ein Wir probieren exclusive. Oh. So. Also mir fällt schon auf, dass er recht dunkel ist. Also ich gucke sonst nicht so auf die Farbe, aber bei Mate fällt das dann schon auf. Ja. Jetzt muss ich gucken, steht da was drin? Ne, da steht nicht drauf, wie viel Mate-Extrakt da drin ist. Die geht schon fast ins Braune, ne? Die anderen sind immer so gold, gelben, güden. Ja, und die geht fast so in Richtung Eistee-Kraftstoff oder auch die Flora-Power war auch so dunkel. Aber gut, kann natürlich auch sein, dass einfach nur ordentlich E51D drin ist. Die hat auch vom Geruch her sowas Bienenbacks-Süßes wie diese Kraftstoff. Echt? So ein bisschen. Roch ich jetzt bisher nicht, aber... Ein bisschen. Also für mich ist die sehr neutral. Aber gut, das muss nichts heißen. Oh ja. Das geht schon so in die Richtung Eistee-Kraftstoff. Also das ist, die ist süßlicher, die ist herber, die ist ein bisschen kräftiger im Geschmack. Aber hinten raus ist im Vergleich zu Kraftstoff ein bisschen sauer. Ja, habe ich auch gemerkt. Die geht so ganz kurz, macht die einen Peak im Sauren und dann ist weg. Ja, interesting. Ist nicht schlecht, aber die ist bisher jetzt von den drei deutlich kräftiger. Auch wenn nur hauptsächlich durch süß ist. Die schmeckt nicht süß, aber es ist schon... Im Vergleich zum anderen einfach süßer. Ne? Süßer und dadurch ist natürlich Zucker ist natürlich auch Geschmacksträger. Dadurch kommt natürlich dieses Mate-Aroma kommt so ein bisschen, entfaltet sich etwas besser. Und durch die Säure, die dann hinten rausballert, ist die Süße nicht mehr so stark. Also ist dann nicht so, dass du einen Durst hast oder so. Ja. Gut. Next. Mio, 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 Mate. Cool, tick, spritzig, frisch. Dagegen ist die sowas von dünne Pisse. Also nur vom Look her. Ja. Aber wie gesagt, das muss gar nichts heißen. Ich denke mal, die werden hier auch mit E150D, also mit Zuckercouleur gearbeitet haben. Apfelschorle. Klostein. So ein Zitronenklostein. So ein bisschen. Auch es geht in die Zitrone. Gerstig, so ein bisschen. Das riecht noch eine Apfelschorle. Ja. Naja. So ein Lift. Im ersten Moment denkst du so, ja, Sprudel mit Mate-Aroma, ne? So ein bisschen. Ich finde Apfel ziemlich dünn. Also und dann hinten kommt so eine süße Apfel und damit endet die dann. Ja. Ist aber nichts von Apfel, steht nichts von Apfel drauf. Aber trotzdem. Ich hab's aber meistens lieber andersrum. Dass du mit dem Geschmack einsteigst und hinten neutral endest. Die macht's ja andersrum. Ja, das ist mehr so eine Mate-Schorle. Ja, genau. Aber das finde ich trotzdem nicht schlecht. Die hier könnte ich, also für mich ist jetzt eher das Kriterium, würde ich das austrinken, würde ich das öfters trinken wollen. Das nicht, das ja. Echt? Ja. Das also, mir gibt die nichts. Echt, ich finde das viel angenehmer, weil es eben so mehr in Richtung Schorle geht, aber gut. Ich trinke sowas eigentlich nicht mehr gegen Durst, sondern eher, weil ich den Bock drauf habe, dann brauche ich mehr. Deswegen wäre das nichts für mich. Ich trinke das sowohl als Erfrischung, als ich will, ja. Gut, aber ich trinke daheim fast exklusiv Clubmate Eistee Kraftstoff. Genau. Wie war das? Die Charity Mate. Ach, genau. Ja. In der Medizinflasche. Ja, ich finde die Flasche ganz angenehm. Ich mag das. Die war jetzt, soweit ich mich erinnere, eine der eher kräftigen, die viel mit. Mit Tee-Aromen. Ja, das riechst du auch gleich. Das riecht wirklich nach aufgebrühtem Tee.
Es riecht aber nicht nach einem Mate-Tee, das riecht wie nach einem Schwarztee. Und vor allem das Schwarztee, wo du so einen Hauch Zitrone reingebaut hast. Ja, genau, denn weil die Zitrone riecht man auch. War da Zitrone explizit drin? Nee, oder? Da steht ja auch Aufguss aus Biomate und Schwarztee. Ja, okay. 88% Bio-Agaven-Dicksaft, Bio-Orangensaft, Bio-Zitronensaft. Also, die haben ja ganz schön wild gemischt. Aber ja, aber so riecht's. Am Anfang merkt man, das ist wirklich ein starker Teeaufguss, der recht wenig runterverdünnt ist. Und dann kommt eben diese Zitrone. Mhm. Und hinten raus merkt man richtig diese Gerbstoffe. Es geht aber nicht ins Bittere über. Leicht, aber nicht wirklich bitter. Ich habe ein Problem mit der. Ja. Das Schwarztee ist so dominant, dass es für mich fast kein Mate mehr ist. Ja. Nicht falsch verstehen. Ich finde es geil, weil ich stehe auch auf Schwarztee. Also mir schmeckt das. Aber wenn wir jetzt hier bei der Mate-DM sind, ist mir das zu viel Schwarztee, als dass noch genug Mate übrig bleibt. Würde ich jetzt auch so sagen. Also das ist eben, ne, dieses Argument. Das hier finde ich zwar für mal trinken geil, aber es würde ich sagen, ja, und jetzt mache ich mir direkt noch eine auf. Nee, dafür ist es auch zu krass. Das ist normal. Ja. Weil das ist für mich so, das denke ich mal, so würde ich einfach meine beste Mate definieren, dass ich sage, die habe ich jetzt gesoffen, jetzt mache ich mir noch einen auf. Weil ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich muss erst abwarten, was noch kommt. Ja, klar. Nach was ich suche. Ob ich nach der suche, die vom Geschmackserlebnis so besonders auch raussticht vielleicht. Oder eben, wie du sagst, eine, die ich mir immer und immer und immer und immer wiederhole. Nee, also so beides. Also, ja, die eine, die räumlich so ist natürlich auch nett. Also ich hole mir die, weil sie so geil schmeckt, weißt du? So. Ja, oder so. Ja. Multimate. Mit Hanfblatt. Ach nee, halt. Multimate von TSI. Mit Molke! Nein! Natürlich, da oben steht auch dick und pfannenfrei. Oh nee, was eine Mate mit Molke. Also in meinem Kopf ist das eine Kombination, die nicht gut enden kann. Aber vielleicht irre ich mich auch, aber. Das riecht so gut. Ganz komisch. Dann lach doch. Boah. Ja, ich lach. Das ist so Bio-Komposthaufen. Ja, ernsthaft. Du merkst die Gerbstoffe, aber gleichzeitig hat das so was leicht Ranziges irgendwie. So vergoren, aber doch nicht so richtig. Ist die noch gut? 2013, 2012, 2011, 1998. Steht gar nichts drauf. Das ist auch noch gut. Best before sea imprint on the bottom of the can. Da ist nichts. Alles klar. Würde mich verarschen. Ja, das ist pfandfrei. Das pfandfrei ist, hat kein Verfallsdatum. Ist ja klar. Also riechen tut es ganz ehrlich, es riecht noch wirklich nicht gut. Ja, es riecht auf jeden Fall komisch. Was riecht denn? Nicht nur komisch, ich finde es wirklich nicht gut. Nicht angenehm, nicht schön. Du Ratte. Ist klar, die ist raus. Also das hat für mich weder was mit Mate zu tun, noch mit Tee oder. Das ist so eine Beta-Version. Wir versuchen uns mal an Mate, haben eigentlich aber keine Ahnung. Wir trauen uns noch gar nicht. Wir trauen uns nicht so wirklich, aber bring's mal auf den Markt. Aber irgendwie ist es halt wirklich nicht ausgegoren. Weg. Die ist raus. Wegschütten. Biozisch von Völkel, die Mate. Mit natürlichem Koffein. Biomineralwasser. Aus der eigenen Völkelquelle. Jetzt fangen die auch schon an. Biomineralwasser. Ja, die Vorreiter waren ja die von Nau, die genau. Neumarkter Lambsbräu heißen die. Und jetzt fangen die auch an mit Biomineralwasser. Wir sehen, in 10 Jahren gibt es nur noch Biomineralwasser. Und dann kann man es auch wieder weglassen. Ja, wird generell dann mit dem Bio so sein. Irgendwann, das soll ja auch das Ziel sein. Das ist dann alle wirklich. Aber dann soll es auch echtes Bio sein. Ja. Die hatten jetzt wieder so ein bisschen mehr Kräuter. Kräuter, Zitrusmate. Alles da.
Also von den allen bisher ist die, die jetzt am ehesten an Mate-Aufguss rankommt. Also ich habe ja auch geröstete Mate. Regelmäßig trinke ich die. Und das ist da sehr nah dran. Plus noch ein Hauch Zitrone, plus Kohlensäure, ja, halt, hast du das. Obwohl relativ viel Zucker drin ist, 7,5 Gramm. Ja, ja. Ist kaum süß, eigentlich fast gar nicht. Es schmeckt einfach nur, du steigst ein, Kohlensäure, und dann kommt direkt die Gerbstoffe und dieses leicht, ich nenne es immer kräuterige, es ist nicht wirklich, aber dieses Tee-Aroma. Dann wird es nochmal leicht bitter und dann kommt kurz ein Hauch Säure nochmal. Und dann ist vorbei. Dann bleibt nur noch dieses, diese Gerbstoff auf der Zunge. Finde ich interessant. Finde ich lecker. Aber da würde ich andere schon wieder vorziehen. Also da würde ich die beiden, fände ich da schon wieder besser. Echt? Ja. Also ich finde die auf jeden Fall besser wie die. Aber machen wir gleich den Quertrinker. Bei der wäre ich jetzt noch nicht so sicher. Im Vergleich zu der, welche jetzt besser ist. Aber die ist schon mal für mich jetzt schon mal vorne mit dabei. Die ist echt nicht schlecht. Ich krieg die nur hier nirgends. Die gibt's bei Dance Bio, aber da ist die auch scheiße teuer. Weil der Bioladen lässt sich natürlich das Bio nochmal extra bezahlen. Ich glaube, die kostet so 1,80 oder sowas. Ich habe sie einmal irgendwo bei einem Rewe rumstehen sehen. Winnenden oder so. Am Arsch der Welt. Buenos Mate, finest Mate Drink inspired by Latin America. Das kommt in the world. Ja. Die hatten ja auch die La Pacho, ne? Ja. Das waren die damals den Claim hatten, dass sie den höchsten Mate-Anteil in der Getränk reingepackt haben. Ja. Weiß jetzt nicht, ob das immer noch gültig ist, aber damals war es im Vergleich zu Club Mate definitiv ein höherer Mate-Anteil. Ja. Und das ist jetzt Wursttheke, das ist Leona. Jawohl, herrlich. Jawohl, das wurstet. das kann man ganz schlecht nachvollziehen, wenn man nicht hier mit im Raum ist. Aber das riecht halt wirklich nach Wursttheke. Du läufst in die Metzgerei rein. Das ist was leicht Süßliches. Leicht, ne? Süßliches. Der Tod. Oder sind das meine Füße? Nee. Oder auch wenn du so eine Dosenlione hast und die aufmachst, das riecht auch so. Das riecht so. Es hat einfach so einen gewissen Geruch. Ist sehr feinperlig. Fängt medium, nicht zu stark süß an, aber verschwindet dann echt schnell. Setzt dann über in die Gerbstoffe, aber die sind auch noch nicht so stark im Vergleich zu anderen, die wir jetzt hatten. Mhm. Die ist so ein bisschen so ein Mittelding. Probiert so einen Mittelweg zu gehen. Aber die könnte ich jetzt am Stück runtersaufen. Problemlos. Deswegen ist das hier für mich einfach schon mal viel besser als das. Ja. Weil es einfach. Die könnte ich aber auch durchtrinken. Aber die hier finde ich viel angenehmer. Echt? Ich finde die einfach im Vergleich zu so einer dann nicht interessant genug. Aber die ist dann dafür so ein bisschen süßer. Ja, das wird schwierig. Das wird definitiv schwierig. Ja, das ist gar nicht so einfach. Bei der Cola war es eindeutig. Ja. Ulti-Cha, Mate. Alias Ultimate, mittlerweile Ulti-Cha. Ansonsten hat sich da nichts geändert an dieser Mate. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum das. Ach so, nee, das ist ja kein Indianer. Nordamerikanischer Einwohner, sondern ein südamerikanischer Maya oder sowas. Das ist ja wahrscheinlich. Oder Inka oder was auch immer, sowas. Ja, genau. Und was sagt man zu einem Indianer? Stier, Bruthaut! Nee, pack dein Hackebeilchen weg. Was ist eigentlich das Rauchzeichen für es brennt? Feuer, Feuer! Ja. Mach mal auf die Kacke. Das ist wieder keiner. Ich nix da selber nicht mehr, das ist das Traurige. Wurstet, Mate, Zitronen oder süß? Ja, das waren so bisher die verschiedenen Varianten, ne? Süß, aber nicht Wurst, finde ich. Wurst und gerbt, ja. Süß und gerbt, so.
Bitte Wurst, Tiger, der lässt den Wurst. Nicht durch die Nase. Wurst, Tiger. Guck dir aus dem Schwanz von Tiger aus oben. Ich weiß nicht, was es ist. Irgendwas gefällt mir nicht. Dann wird es die Mate sein. Nee. Sie hat eigentlich einen angenehmen Gerb. Sie hat ordentlich Mate. Es ist die Kohlensäure und am Ende ist es sauer. Das kann sein. Zu viel und zu grob. Und die Säure hinten ist zu penetrant. Das ist nicht so eine abschließende Säure, das ist eine kratzige Säure. Ja, aber es geht halt, es ist kein Peak, sondern die Säure nimmt immer weiter zu, und am Ende hast du so. Hast du nur sauer. Hast du nur noch sauer auf dem Mund. Und von der Mate nicht mehr viel gehabt. Ja. Das ist die Gerbstoffe sind zwar da, aber die Gerbstoffe bringen mir nichts, wenn ich den Mate-Geschmack nicht habe. Ist trotzdem nicht schlecht, aber das ist jetzt. Die ist nicht abgestimmt genug. Das ist interessant und das kann ich auch untersaufen. Mhm. Ne? Und das. Kann ich alles, aber. Schmeckt nicht schlecht. Die würde ich mir auch mal holen. Aber das ist wieder die Frage, wenn ich dann die daneben stehen habe in unserem imaginären Supermarkt, dann nehme ich die nicht. Genau darum geht's ja. Das ist eben genau das. Und wenn ich im Supermarkt bin, greife ich zu dir und greife ich zu dir. Und vielleicht zu dir. Bisher. Mhm. Also die ist es für mich nicht. Ja. Die ist mir einfach zu dünne. Kann ich nachvollziehen, aber ich finde das halt. Aber gut. Also die wäre zu dünne für mich jetzt. Ja, wäre deswegen raus. Die da ist zu stark Schwarztee und wäre deswegen raus. Wir haben noch eine, gell? Achso, wir haben ja noch eine. Verdammt, dann machen wir mal mit der eine, bevor ich die alle trotzdem rausschmeiß. Allerdings muss ich jetzt dazu sagen, zur Gecko-Mate, die gibt's nicht mehr. Wir verkosten die jetzt trotzdem. Achso, deswegen hatte ich die mental schon, schon abgestempelt, richtig. Wir haben sie einfach mit dabei. Also, prinzipiell haben wir eigentlich von den 20 Maten gibt es schon zwei nicht mehr. Ist auch schon, weil die Gecko-Mate habe ich auf Facebook gelesen, das Projekt ist wohl gescheitert. Aber nichtsdestotrotz. Das ist quasi der VfB jetzt hier in der DM, weil der ist raus, bevor es überhaupt losgeht. Nee, wir nehmen das mit rein, einfach um mal den Eindruck zu kriegen und zu sagen, ja, die wäre es gewesen. Ja, die wäre es gewesen. Ja, geil, schade. Die geht in Wurstlinden über. Linden? Wurstkamille. Aber auch so ein bisschen, ja. Von der Wurst merke ich jetzt nicht viel, aber das Kamille ist wieder da, ja. Die Kamille! Ja, schade. Die ist echt schön. Mhm. Also, das ist schon mal die beste. Super. Na, aber ohne Scheiß. Ja, da sind wir uns sofort so geil. Weil die ist wieder typisch. Das geile Zeug gibt es wieder nie mehr. Ihr wollt mich doch alle verarschen, ohne Scheiß. Ja, ist trotzdem raus. So, jetzt müssen wir uns hier für zwei Beste entscheiden. Also wie gesagt, die hier war mir zu dünn. Ja. Finde ich jetzt zwar nett, aber ich weiß, ich die immer noch sehr erfrischend finde, aber von mir aus, wir müssen uns ja einigen. Ja. Kann ich nachvollziehen. Gut, die da war zu Schwarztee. Die war zu Schwarztee. Die muss ich nochmal trinken? Ja, die muss ich auch nochmal trinken, aber ich finde, Ötti im Club sind mir zu basic. Die sind mir dann nicht interessant genug. Ja, da fehlt noch irgendein Plus X. Entweder mehr Mate, mehr Gerb oder was auch immer, deswegen sind die beiden auch raus. Okay. Die ist halt, die hat einen leichten Süß. Und dann kommt einfach nur noch Gerb. Finde ich. Genau, die war nicht abgestimmt genug. Okay. Ja, die finde ich jetzt auch im Vergleich. Die. Also zwischen denen. Also die da ist für mich eindeutig meiner. Weil die hat. Hm? Ja, würde ich auch sagen. Also bei den beiden. Also mir gefällt die hier. Die muss ich nochmal direkt. Ja. Okay, die hat so, die geht so immer ins Kräuter und dann Gerb. Und die ist eher süßlich und dann Gerb. Also ich finde die hier mehr, die matet mehr. Die matet mehr, von der würde ich mir einen Kasten holen, von der würde ich mir zwei Flaschen holen. Ja, doch, stimme ich zu. Also dann sind weiter die
T400 bzw. C-Mate, hätte ich nie gedacht. Ja, auch nicht. Und Buenos. Herrlich. Weiter geht's. Ever.